Willkommen zurück zu meinem Let's Play Imperialism. Das letzte Mal kann ich mich eigentlich gar nicht erinnern, das ist schon ziemlich lange her jetzt, dass ich die letzte Aufnahme gemacht habe. Auf jeden Fall ist unsere Bestrebung derzeit möglichst unser Militär auszubauen. Denn wir wollen nicht angegriffen werden. Auch wenn uns die ganzen anderen Leute lieben. Wir brauchen nicht mehr Cotton. Aber wir wollen natürlich trotzdem Cotton kaufen. Auch Timber. Eisen wäre super, wenn wir kriegen würden, aber Eisen werden wir wahrscheinlich nicht kriegen. Na geh. Na gut. Was soll es sein? Na gut, 11 werden wir dann nicht nehmen, dann nehmen wir mal 2. Dann nehmen wir auch 2. Auch 2. 4 und nochmal 2. Wir kriegen nicht das, was wir brauchen, nur das, was wir schon haben. Ärgerlich. Na gut, soll sein. Ein Regiment von Scouts, okay. Deneb declares war, was? Your Excellency, the great power of Deneb declared war on us. Na super. You and the Defense Minister must mobilize the army and navy and defend the capital city at all costs. Diplomacy has failed. Na super, das passt ja supi. Okay, sie sind in den Straits of Lodi, Orleanersee und Chelsea Sea. Das fängt ja gut an. Haxaco ist short on horses. Warum tun die das jetzt? Die sind so gemein zu mir. Elende Schweine. Na gut, der Developer kann zurzeit nichts machen. Wir haben hier ein Heer, aber wir schauen uns zuerst einmal an. Wo kommt man? Da ist Deneb. Wo sind denn die gelben Flotten? Da oben. Okay. Was haben wir denn da? Zwei Ships of the Line und zwei Raiders. Mal canceln. Fahren wir mal daher. So, da. Mal canceln. Die fahren mal daher. So, na gut, wir haben da eine hübsche kleine Armee rumstehen, die bleibt aber da einfach stehen, mal als erstes. Gut, gehen wir wieder zurück. Noch sind die ja nicht hier. Wir werden uns das jetzt auf der großen Karte anschauen, da sehen wir etwas besser, ob irgendwie, oh, 138, 150, wir haben 12. Nein, wir können nicht 12 produziert haben letzte Runde. Muss irgendwas anderes passiert sein. Ah, ich sehe schon. Sie blockieren mir dort unten. Das ist ärgerlich. Jetzt kriege ich nur noch 4 Eisen heim. Nein, das bedeutet, dass unsere Wirtschaft jetzt gleich den Bach runtergehen wird. Wir brauchen mehr Armee.
Wir brauchen mehr Schiffe. Oh, geht sich hier aus. Passt. Kaufen wir noch einmal zwei. Ja, wir verkaufen einfach alles, was wir haben da. Das passt schon. Und noch Arbeitskräfte. Die investieren wir hier. Hier. Da auch. Wow. Und hier. Das heißt, es bleiben uns Arbeitskräfte übrig. Das ist aber nicht schön. Das gefällt mir nicht. Vor allem nächste Runde wird es noch schlimmer sein, wenn unser ganzes Eisen aufgebraucht ist irgendwann nochmal in nächster Zeit. Aber wir fahren eh schon mit den Schippernakeln da drunter und können hoffentlich verhindern. Können hoffentlich, ja stimmt, der ist da jetzt auf Rot. Können hoffentlich verhindern, dass das da weiter blockiert wird. Puh, die scheinen aber eher kräftig zu sein da. Wir könnten aber das Ganze ein wenig, wir könnten sie ein wenig überlisten. Wir könnten sowohl hier als auch hier ein Depot bauen. Wenn wir das tun, dann könnte man nicht nur dieses Schiff von hier verschiffen, sondern auch von hier das Zeug verschiffen, was wir hier an Waren haben. Echt keine schlechte Idee. Das könnten wir machen. Nein, du machst da weiter. Aber wenn du fertig bist, machst du da unten weiter. Okay, na gut, Deneb hat uns den Krieg erklärt, das ist nicht gut. Haxako, Kem und Ordun. Ist das eigentlich besser als bei Kem und Patagon oder schlechter? Ich glaube, Haxako mag uns mehr, oder? Das ist irgendwie mit diesen Farben nicht sehr einfach zu erkennen. Okay. Vielleicht will Haxako ja doch eine Allianz mit mir. Das wäre auf jeden Fall schön. Dann hätten wir jemanden, der uns hilft gegen Deneb. Hey, Haxako bietet uns Stahl an. Das kaufen wir doch glatt. So, dann nehmen wir wieder zwei und zwei und zwei. Zwei und zwei. Leider kein Eisen. In der Chelsea See, naja. Bleibst da stehen. Ha, du bist da fertig. Gut. Ah, wir kriegen da wieder unser. Wir kriegen da wieder unser Ding. Also, wir wollen trotzdem weitermachen. Das wollen wir trotzdem jetzt machen. Achso, das ist eher einer von uns. Puh,
Ich habe schon gedacht, da legt jemand an bei uns. Ja, aber da versuchen sie anzulegen. Ist das arg? Ein Raider. Ah, die wollen Loke City angreifen. Okay. Dann werden wir hier mal patrouillieren und schauen, ob wir alles abfangen, was da reinkommt. Außerdem werden wir einen Teil unserer Truppen aus der Hauptstadt nach Loke City transferieren. Zwei davon, einen davon, zwei davon, eins, zwei davon, eins davon, eins und zwei. Und einen General. Das wird unsere Verteidigungsarmee, die wir immer von A nach B schippernackeln, um zu verhindern, dass wir von irgendjemandem überfallen werden. Oder was weiß ich. Gut. Wir können wieder die 8. Die 8. Eisen uns holen. Und auch wieder voll unsere Schäfchen ins Trockene bringen. Ho, 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 ho. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das heißt, das bleibt so, wie es ist. Wir bauen dann noch so einen. Dann bauen wir das aus. Und wir brauchen noch, wir holen uns noch mal, wir holen uns sogar drei her. Wir brauchen mehr Truppen, wir brauchen mehr na, warte mal, das machen wir noch nicht. Wir wollen da ausbauen. So, da können wir jetzt 12 bauen und da können wir 12 bauen. Hier stellen wir 16 her. Wir brauchen für 12 brauchen wir 24, das heißt 16 und 8. Wir transportieren 4 hin. Das heißt, auf lange Sicht produzieren wir hier zu wenig Wolle. Das heißt, das müssen wir ausbauen. Okay. Und da haben wir. Oh, das ist sogar noch schlimmer. Da haben wir nur 14, die wir produzieren. Und wir bringen aber 15 nach Hause. 14 und 15 sind 29. 29 und wir brauchen 24 breit, das ist sehr gut. Das heißt, da bleibt noch was übrig. Gut. Ja, das war's mit dem Stahl. Sehr gut. Das heißt, wir müssen dann mehr produzieren. Und nachdem wir das da jetzt ausbauen, werden wir jetzt wieder mehr Schafe kaufen. Außerdem, ich überlege gerade, ah, das geht sich leider nicht aus, Mist. Aber den so einen Paddle Wheeler werden wir wahrscheinlich bauen dann. Oder bauen wir einen Clipper. Na, bauen wir zwei Clipper, das passt schon. Und da brauchen wir Waffen. Wir produzieren zwei Waffen pro Runde. Okay. Passt. So, verkaufen 9 und 14, das passt für mich. Vier Pferde verkaufen, passt auch. Vielleicht verkaufen sie uns nochmal Stahl, war das wäre super. Wir brauchen Holz brauchen wir definitiv nicht. Holz kann man ignorieren. Wir werden aber trotzdem ein Holz von jedem dieser Typen kaufen, weil das macht unsere Beziehungen besser. So machen wir das. Yep. Tja, Aksako war nicht beeindruckt. Versuchen wir es mal mit Ortun. Keine Ahnung. Vielleicht mögen uns ja die Ende.
Kurschen, das hat nicht nur Cotton. Gut, aber wir brauchen trotzdem einiges, weil wir werden ja jetzt mehr produzieren. Mal 4, 4, 2. Dann haben wir gesagt, Holz kaufen wir überall nur eines. Ha! Deneb's Task Force and Strait of One Vessel under Patrol. Was haben wir da gemacht? Wir haben einen Raider versenkt. Sehr gut. Und noch so ein Schippernakel. Ha! Die sind so großartig. Wir sind so gut. Wir haben zwei Schiffe versenkt. Ha! Unsere lächerliche Marine war das. Congratulations, Your Excellency. Your wise industrial policies have spurred the growth of the hamlet of Putney into a village. You will see the new materials produced there on the transport ledger. Oh, na, das war eh klar. Kaum erklärt einer den Krieg schon, sind die anderen auch hinten nach. Ordune und Patagon haben uns auch den Krieg erklärt. Tja, jetzt wird langsam unübersichtlich und blöd. Ich hasse es. Ich fürchte, wir werden dieses Spiel nicht gewinnen. Oh, noch mehr Kohle. Na schau an. Das kaufen wir uns doch glatt. Und du baust mir da jetzt sowas her. Du baust da weiter. So, was machen wir mit dir? Du gehst wieder zurück nach Hause und baust weiter irgendwo anders aus. Dann geht er mal irgendwo Stufe 1, weil das kommt viel billiger. Genauso. So, das heißt, hier haben wir mal. Dann machen wir mal Cancel. So, dann schauen wir uns das mal an. Gut, das Boot fährt mal daher und lässt sich reparieren. Wie ist das mit euch? Ist jetzt noch gut benannt. Oh Gott. Und das da. Ships of the Line. Na gut. So, na gut, da ist also offensichtlich niemand angelandet. Sea of Anza. Zwei Warships. Ich glaube, ich habe keine Ahnung, was wir tun sollen. Nein, ich glaube gar nichts. So, wir schauen mal nach, mit wem wir im Krieg sind jetzt. Ja, mit der halben Welt. Okay, komm schon. Könntet ihr nicht wenigstens eine Allianz mit mir wollen? Kommt's. Ich bin kein Böser. Nur manchmal. Das ist echt nicht okay. Warte mal, sind die eigentlich im Krieg mit uns, Patagon? Ich glaube fast. Oder? Patagon war mit uns im Krieg. Jep. Patagon hat Krieg mit uns. Na dann. Machen wir noch einmal Patrouille und schauen wir mal, ob wir die loswerden. So, was machen wir mit euch? Ihr bleibt dabei einmal da stehen. Ihr kommt sie überall mehr oder weniger gleich schnell hin. Wolle, mehr Stoffe, so. Gut. Dann machen wir noch so einen Sco Sharpshooter.
Und noch eine. Ah, können wir uns nicht leisten. Und noch so können wir uns auch nicht leisten. Ah, der Sharpshooter braucht zwei, gell? Puh, der ist ja urteuer. Na gut, dann machen wir mal Folgendes. Eins und zwei. Ach so, nein, zwei und zwei. Passt schon. Und so. Und da können wir jetzt mehr Schafe scheren, zur Wolle umbauen, was auch immer machen. Und bauen auch da weiter aus. Wir brauchen noch mehr Transportkapazität. So, und ihr seht, wir haben unsere Arbeitskräfte schon wieder alle voll eingesetzt. Es waren nur zwei Runden, dass wir Arbeitslose hatten. Jo. Gut, wir brauchen noch mehr Wolle. Soll sein. Vielleicht sollten wir tatsächlich auf das verzichten, das dazu nehmen. Ich glaube, da haben wir jetzt ziemlich verloren. Warum? So viel schlechter. Achso, na gut, das sind Kriegsschiffe gegen Handelszerstörer. Na gut. Das war nicht sehr klug von uns, dass wir da hingefahren sind. Uns einfach unsere Flotte zerstört. Das ist nicht nett von ihnen. Das gefällt mir gar nicht. Ich fürchte, ich verliere diesen Krieg. Sprums hat nichts zu kämpfen. Ja. Ja, die sind natürlich klug. Die halten sich raus aus dem Ganzen. So, du bist wieder daher. Haben wir irgendwo welche, die sich irgendwo anlanden versuchen? Nö. Okay. Schaut's mit dir aus? Bist du schon geheilt? Ich hoffe, der heilt auch da, obwohl er nicht in der Dings in der Hauptstadt ist. Ja, er wird auch mal da liegen. Verteidigst. Haben wir da eigentlich irgendeine Forschung oder so, die wir noch machen müssten? Nö. Artillerie. Ja, brauchen wir noch einmal zwei Leute. Wir brauchen mehr Waffen. Mehr Transportkapazität. Wir brauchen von allem mehr. Mehr. Tja.
fehlt mir nicht. So, Mann, 14, das passt schon so. Bram und Pont sind schon in ihrer Einflusssphäre noch sehr was. Immerhin Haxaka und Sim haben uns noch nicht angegriffen. Das kommt sicher jetzt. Ja, was soll ich tun? Ich kann auch nichts machen. Ich kann auch nur Schiffe hinschicken. So, Hurschen. Kein Eisen wird mir angeboten. Kein Eisen. Das ist so elend. Wir haben auch kein Eisen gefunden. In Mansk, Minsk, Munsk. Keine Ahnung, wie das heißt. Ah, noch mehr Kohle, na klar. Ah ja, oh ja, die heilen schon. Okay, dann machen wir das so. Ho! Ist ja super. Aber da können sie so wenig anlanden mit den Dingern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mir da irgendwie schaden können. Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Das sehe ich ja gerade erst. Das ist ja gar nicht die Hauptprovinz, wo sie da anlanden, sondern Domi. Uah. Und da landet aber keiner an. Gut. Dann gehst du mal daher. Du verteidigst mal. Oh, noch mehr Stoffe. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und zwei werden umgewandelt und einer wird zu einem. Ah, oh, die kosten so viel Geld. Trotzdem, diese Scharfschützen sind echt cool. Sind echt gut. Das müsste eine Waffe müsste übrig bleiben. Eine Waffe müsste eh übrig bleiben. Das heißt, nächste Runde können wir noch ein bisschen mehr kaufen. So. Na gut, Herrschaften, bevor wir die nächste Runde anfangen, vielleicht sollten wir auch überlegen, wie man irgendwie diesen Kampf auf die andere Seite bringt. Also gegen auf unsere Gegner loslässt. Nachdem die uns den Krieg erklärt haben, würde ich fast sagen, dass wir Ordun angreifen. Na gut, das vielleicht nächste Runde oder nächstes Mal. Herrschaften, bis dann. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Schlaf gut und träumt was Schönes.